Also Melina Maibaum, die hat ihren Namen vorne auf dem Röckchen draufstehen. 4 Kämpfe, 4 Siege, 2-mal vorzeitig gewonnen, 50% K.O.-Quote. Und die Beck Connolly, Lady Luck, wie sie sich nennt, 22 Kämpfe, also sehr, sehr erfahren, aber was mir die Liga angeht, nicht so weit her. 3 Siege, nicht einen einzigen vorzeitigen. 19 Mal hat sie verloren, allerdings auch nur 5-mal vorzeitig. Also ist schwer zu Boden zu bringen. Sie hat eine gute Kondition. Maibaum muss ein bisschen aufpassen, die Box hier sehr offen. Ja, in Richtung Goran Filipovic. Lässt immer wieder die Linke hängen, die Maibaum. Man sollte sich ja nicht drauf verlassen. Dass, wenn einer noch nie K.O. gewonnen hat, die auch mal richtig genau durchkommen kann. Aber gute erste Runde hier der beiden Ladies. Die Rechte von Connolly. Kampf ist auf 6 Runden, 2 Minuten angesetzt. 25 Jahre alt, die Beck Connolly aus Swindon in Großbritannien. So, und hier mal ein Ringboy im Ladies-Kampf. Ganz gebändert in weiblichen Zuschauern hier. Gute Figur hat er zudem. Gut gemacht, jawohl. Das Profi der 2017, die Beck Connolly. Und startet gleich mit einem Sieg. Das war es dann aber auch erstmal. Sieglos ist jetzt seit 2019. Ich wünsche natürlich mal wieder so ein Kämpfchen hier zu gewinnen. Seconds out. Betreuer bitte aus dem Ring. Ringfrei Runde 2. Round 2. 2023, 3 Kämpfe hat sie bestritten. Die Beck Connolly. Niederlagen gegen ihre Landsfrauen Stevie Levy, Charlotte Powell und Harry Wishwell. Weil auch erst am Anfang ihrer Profikarriere. Frauenboxen in England. Sehr, sehr, sehr populär. Ja, die Maibaum, die dreht sich ein bisschen mehr auf. Schöne Rechte, jawohl. Also gutes Auge, Melina Maibaum. Sollte jetzt allerdings Tempo ein bisschen anziehen hier in der zweiten Runde, wenn sie die gewinnen möchte. Schön, die linke, jawohl. Gerade zum Kopf. Hat einige Fans mitgebracht, die Melina Maibaum aus Karlsruhe. Wurde in Schwäbisch Hall geboren und lebt heute dort, wo sie auch trainiert.
in Karlsruhe hier dem Mach 1-Gym. Vor allem Dominik Junge, oftmals auch zusammen mit Vince Zweigenbutz, Raja Amashe, Mirko Martin war dort, Eva Vorarlberger, Tina Ruprecht. Also schon ein Vorzeigegym. Gab es vorzeitige Siege in der zweiten Runde gegen Bekle Begiashvili aus Georgien und gegen die Ungarin Andrea Janai für Medina Maibaum. Aber seither ist sie nicht mehr in den Ring gestiegen, heute also ein kleines Comeback der 24-jährigen Karlsruherin. Also die Becknolli hat einen stabilen Kampfstil. Lässt die Maibaum da durchaus kommen, ohne zurückzuweichen und versucht dann selber die Treffer zu setzen. Gute 2-3 jetzt mal. Dazu Kopf von Maibaum gesetzt. Warum nicht? Häufiger bringen die Maibaum. Ja, da war es gerecht. Gut. Jawohl. So, noch 13 Sekunden hier in dieser Runde. Klaren Treffer auf alle Fälle bei Medina Maibaum, die mit 6 Jahren mit dem Kampfsport angefangen hat. Wie so viele erstmal sich dem Boxen zugewendet hatte. Und da war sie sehr erfolgreich. Mehrfache deutsche Meisterin, internationale deutsche Meisterin. Auch Baden-Württemberg Meisterin. Mannschaftsweltmeisterin war sie 2011. Da holte sie auch WM-Bronze im Einzel bis 45 Kilogramm. 2014 dann Vaco-Weltmeisterin. Also die hat schon bei den Kickboxerinnen einiges abgeräumt. Auch bei den Amateurboxerinnen war sie international recht erfolgreich, hat das ein oder andere Turnier für sich entschieden. Sind sie dann bei den Profis gelandet in Medina. Seconds out. Runde 4. Round 4. In Deutschland im Bantamgewicht, Medina Maibaum, die 65 in der Welt. Sehr gut. Auf der Innenbahn hämmert sie da jetzt für Engländerin Reinigung die Ohren. Reset.
Ja, so ein bisschen eigenartiger Kampf da. Warten beide immer ab und dann zum gleichen Zeitpunkt dann die Fäuste fliegen. Und meistens ein besseres Ende für die Maibaum. Ja, sehr gut. Jetzt hat er immer eine Hand mehr im Ziel. Aufpassen auf die Deckung, die darf sie jetzt nicht vernachlässigen. Bei aller Angriffsfreude, die sie da gerade zeigt. Meisterschaft gekämpft. 22 Kämpfe bei den Frauen ist es doch eher möglich, mal ob eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, es gibt ja viele Verbände, da zu kämpfen, aber das hat sie bisher nicht geschafft. Und wenn sie heute verliert, dann ist das Ziel noch weiter weg. Und jetzt deutet alles darauf hin, dass die Melina Maibaum den Kampf hier gewinnt. Die ersten vier Runden hat sie gewonnen. Gewicht. Ich habe gesagt, da ist die Maibaum Nummer 1 in Deutschland. Ist eine Engländerin, auch Weltmeisterin bei Verband WBA, World Boxing Association, das ist die Nina Hughes. Dann WBC und WBO, Weltmeisterin, World Boxing Council und World Boxing Organization. Nina Torsland aus Dänemark und IBF Champion ist Ebony Bridges. Aus Australien. Und da will sie hin, die Maibaum irgendwann. Schön direkt. Jawohl. Also sie hat sich schon gesteigert. Im letzten Kampf, den ich gesehen habe von ihr zu heute, ist schon ein Riesenunterschied. Boxt sehr intelligent, boxt auch mit einer gewissen Härte da und lässt der erfahrenen Becken Olli da kaum eine Chance. Ja, die schiebt das mit dem Kopf auch noch. Kleine Runde noch. Ja, guter Kampf, kann man nichts sagen. Unterhaltsam ist er mit einer Melina Maibaum, die da doch weiß, wie sie ihre Gegnerin beherrschen kann. Eine große Star des englischen Frauenboxen natürlich, Katie Taylor. Aber da stürmt immer mehr nach. Also in England kann man mit einem Frauenboxabend oder einem Hauptkampf mit Frauen auch schon mal 15.000, 16.000 Zuschauer in die Arenen locken. Das ist in Deutschland auch unvorstellbar. Die sechste und letzte Runde, Round 6.
Also sechste und letzte Runde. Die Maibaum, was ihr macht, das ist alles Hand und Fuß. Und Lady Luck kann da eigentlich nur staunend zugucken. Wie die 24-jährige Maibaum hier zu Werke geht. Jawohl, von Maibaum, wunderbar durchgekommen. An der linken von Olli vorbeigeschoben. Die letzten 10 Sekunden in diesem Kampf, den die Melina Maibaum hier gut beherrscht hat. Und die Becker Olli, die hat ja, das gezeigt, was sie immer zeigt. Kommt durch, nennt sie Beck, heißt eigentlich Rebecca Connolly, hat wieder alle Angriffe überstanden und hat sich auch gut ausgesehen. Also guter Kampf der beiden Damen hier in Kaiserslautern. War aber natürlich das Urteil ab, wie immer, logisch. Dann gibt es anschließend eine kleine Pause und dann geht es weiter mit Abdul Waqif Majidi aus Afghanistan gegen David Kühnel, Michael Klempert gegen den Lokalmatador hier Kevin Key und Lucas Montagne aus Frankreich gegen Raya Shah Vedian aus Armenien. Wir kommen zum offiziellen Urteil. Einstimmige Siegerin nach Punkten, die blaue Ecke, Melina! Melina Maibaum. Einstimmiger Punktsieg, war aber klar. Sie hat hier von Runde 1 bis 6 den Kampf bestimmt, hat gute Treffer gesetzt. Aber Beck und Olli hat nicht enttäuscht.